Ich habe lange gedacht, es ist total einfach zu stillen. Das ist natürlich, wir Frauen können das von Natur aus, aber ganz ehrlich, wie einfach ist es denn wirklich? Naja, also das hat die Natur tatsächlich, finde ich, nicht so wahnsinnig günstig eingerichtet. Denn es ist leider nicht so, wie uns die Hochglanzmagazine uns das suggerieren, ja, dass die Wöchnerin, die entspannt ist, im Bett sitzt, glückselig ihr Baby an der Brust trinken hat, sondern es geht tatsächlich oft auch gerade am Anfang mit Schwierigkeiten einher und mit Schmerzen, ja, dass das Baby auch vielleicht nicht unbedingt trinken will. Also die Bandbreite an Problemen gerade in den ersten Wochen kann extrem groß sein. Und was ich persönlich festgestellt habe, es ist oft der Faktor Stress und auch Druck. Der ist da tatsächlich. Ja, ist und was, was macht das denn, wenn wir uns Stress machen oder eben auch Druck haben, weil es vielleicht nicht so klappt? Naja, also du kennst es ja vielleicht auch, ne? Wenn wir Stress haben, wir schütten Adrenalin aus und das Adrenalin, also die Stresshormone, die blockieren die Stillhormone. Und das ist dann der Anfang allen Übels, weil dann letztendlich, es wird schon noch Milch produziert, aber sie kommt halt nicht raus. Und dann gibt es den klassischen Milchstau, der auch mal in eine Brustentzündung übergehen kann. Und das sind dann auch manchmal so die Dauerschleifen, in denen die Frauen sich begeben. Und man muss dann mit sehr viel Liebe den Frauen sagen, na, du machst gar nichts falsch, aber wir müssen mal an der Stressschraube drehen. Ich weiß einfach, ich hätte mir ganz am Anfang gewünscht, als ich unerfahren und noch in der Klinik war, dass sich jemand Zeit nimmt. Und das ist überhaupt gar kein Vorwurf in irgendeine Richtung, aber ganz oft haben die Menschen dort eben keine Zeit. Ja. Ich war total verunsichert, habe zum Beispiel ein Hütchen bekommen, was ich gar nicht gebraucht hätte. Und irgendwie drehte ich dadurch so eine Schleife. Zwar war es natürlich schwer, das wieder abzugewöhnen. Manche Frauen haben sicherlich tolle Erfahrungen auch damit. Aber bei mir, ja, und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich kann das nicht. Sodass es bei uns so war, dass ich auch erstmal das Fläschchen geben musste. Was wäre denn dein Tipp für Situationen wie meine oder ähnliche, wo wir am Anfang echt denken, Mann, das läuft einfach nicht. Also natürlich können wir dem Klinikpersonal keinen Vorwurf machen, denn das muss uns allen klar sein. Wir leiden im Moment massiv unter Personalmangel und das leider auch auf der Wochenbettstation und unter anderem auch im Kreissaal. Aber es sind ja nicht nur die Krankenschwestern da, es sind auch Hebammen da. Natürlich, auch da gibt es einen Mangel an der Versorgung. Wir haben Stillberaterinnen. Manchmal hilft auch einfach nur der Anruf bei einer Freundin. Und dass man hört, wie war es denn bei dir? Hast du auch so Startschwierigkeiten gehabt? Was waren deine Lösungen? Und das, ja, man muss sich Hilfe einfordern. Das Hilfe einfordern heißt auch, also was ich im Nachgang denke, ich hätte vielleicht einfach sagen sollen, nochmal ganz klarer, bitte, bitte nehmen Sie sich nochmal 10 Minuten Zeit und erklären Sie nochmal. Ich weiß, Sie haben Stress, aber genau, in so einer Situation auch zu sagen, ich, ne, auch in der Klinik schon richtig unbedingt anzufangen. Ja. Ich weiß zum Beispiel, wo du sagst Stress, das fand ich ganz spannend, als ich zu Hause war, habe ich gemerkt, jetzt irgendwie läuft es. Und da lief auch nach dem Kaiserschnitt auch die Milch irgendwann viel besser, auch als meine Hebamme zu Hause da war. Ist das so der Klassiker? Das ist auch der Klassiker. Die Frauen kommen nach Hause und just in dem Moment, wo sie die Türschwelle durchschreiten und vielleicht auch mal unter der eigenen Dusche und auf dem eigenen Klo waren, sich mal 2 Stunden ins eigene Bett gelegt haben, plötzlich fängt die Milch an zu laufen. Ja? Und das ist wirklich unglaublicher Stress, in der Klinik zu sein. Und wenn es irgendwie geht, finde ich es auch immer ganz gut, wenn man nach der Geburt, wenn alles in Ordnung war, so schnell wie es geht, auch wieder nach Hause geht. Den Frauen geht es meistens schneller wieder besser. Was sagst du denn, was können wir tun für einen guten Start, einen guten Stillstart? Also auf jeden Fall jemanden drauf gucken lassen, vielleicht sich auch schon in der Schwangerschaft schon mal damit beschäftigt haben. Also zum Beispiel im Geburtsvorbereitungskurs wird sowas besprochen. Deswegen mache ich auch immer so ein bisschen Werbung für die Kurse. Also das sind nicht immer nur Hechelkurse und wo man komische Sachen macht, sondern man kriegt schon wertvolle Infos eben auch schon im Vorfeld zum Thema Stillen. Man kann auch ins Stillcafé gehen, vorher kann mal gucken, na, was treibt denn so die anderen Mütter um, was sind die Fragen, was sind die Probleme, kann da schon mal so ein bisschen hören, austauschen und einfach im Vorfeld auch schon gucken, wie kann ich denn Stress einfach
von Anfang an schon mal von mir wegschieben. Also ein Netzwerk aufbauen, Dinge organisieren, Essen vorkochen. Dass man wirklich sagen kann, das Wochenbett ist hier gerade Urlaub und du machst mal nichts. Also wenn Verwandtschaft vor Ort ist, heißt es, die Verwandtschaft anzurufen und wirklich, wenn es geht und es auch passt, einzuspannen oder Freundinnen, Freunde. Ja, oder eine Haushaltshilfe sich verordnen lassen. Es gibt ja auch Frauen, die haben keine Familie vor Ort und sie sind vielleicht neu in der Umgebung, sind noch nicht so vernetzt. Und dann kann man die Gynäkologin oder die Hebamme auch ansprechen, gucken, dass man eben eine Haushaltshilfe verordnet bekommt, was manchmal auch nicht so reibungslos klappt von der Verordnung her, aber es gibt zumindest eine Option. Oder und wo beantrage ich die? Bei der Krankenkasse. Okay, das wissen ja auch viele Frauen gar nicht. Das wissen tatsächlich nicht viele Frauen, aber auch gerade, wenn zum Beispiel Geschwisterkinder da sind und die Frau vielleicht schon ein körperliches Problem hat, einen hohen Blutverlust hatte und vom Kreislauf her nicht gut beieinander ist, dann sind das alles Gründe, die dazu führen, dass sowas auch bewilligt wird. Okay. Und angenommen, jetzt fragt sich eine Schwangere oder auch ein werdendes Elternpaar, möchte sich einfach gerade informieren, wie fangen wir denn überhaupt an oder wie kann ich meine Partnerin auch unterstützen beim Stillen? Was würdest du denn sagen? Was muss ich wissen, vielleicht auch zur Stillposition? Was empfiehlst du da? Gibt es überhaupt die Position? Naja, also es gibt die klassischen Stillpositionen, die man immer findet, wenn man es nur bei Google eingibt. Ne? Also es gibt die klassische Wiegeposition, es gibt die Fußballerposition, wo ich mein Baby mir letztendlich unter den Arm klemme und mit der Hand im Nacken stütze. Ich kann im Liegen in Seitenlage stillen. Wunderbar für nachts tatsächlich, ne? Und also wichtig finde ich es einfach, dass man jemanden drauf gucken lässt. Ja, trinkt das Kind richtig? Wie sind die Lippen positioniert? Ist das Kind richtig angedockt? Ist bestimmt die Höhe? Gibt es vielleicht ein Lippenbändchen oder ein Zungenbändchen, was zu kurz ist, was vielleicht dazu führt, dass die Frau ständig entzündete Brustwarzen hat, wo man dann auch mal die Eltern vielleicht zum Kinderarzt oder zum Kieferchirurgen weiter überweisen muss, damit das vielleicht durchtrennt wird, damit dieses Lippen- oder Zungenbändchen durchtrennt wird. Also die Bandbreite ist groß. Ja. Also immer fragen. Tatsächlich immer fragen. Und sich Hilfe holen. Und was würdest du sagen? Es gibt ja auch genug Eltern, die sich zum Beispiel auch als Paar gemeinsam fürs Fläschchen entscheiden oder auch Frauen, die sagen, ich möchte gar nicht stillen oder ich kann auch nicht stillen. Hast du auch noch eine Botschaft für alle, die gar nicht stillen? Weil ich finde das immer so wichtig, dass wir auch darüber sprechen, weil jeder soll ja am Ende so das Handhaben. Also das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden. Natürlich ist es meine Aufgabe als Hebamme, nochmal klar zu machen, warum das gut ist und auch welche Vorteile es zum Beispiel für uns Mütter hat. Das hat ja nicht nur immer Vorteile fürs Kind, sondern auch für uns Mütter. Welche denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel das Stillen tatsächlich mit einer der besten Brustkrebsprophylaxen ist. Ja, dass wir auch dafür sorgen, dass unsere Cholesterinwerte im Alter nicht so hoch gehen, also die Blutfettwerte, dass wir normale Blutdrücke haben zum Beispiel. Das sind alles Faktoren, die führen dazu, dass Frauen dann sagen, okay, es überzeugt mich und ich probiere es dennoch. Warum ist das fürs Kind gut? Ja, gut, es hat natürlich sämtliche Stoffe, die enthalten, die fürs Immunsystem des Kindes gut sind, Immunglobuline. Die Milch ist immer so zusammengesetzt, dass es einfach fürs Kind optimal maßgeschneidert ist. Ne? Das wissen aber auch ganz viele Eltern. Genauso aber zum Fläschchen dann noch? Das ist genauso gut. Ja. Also ich würde nie eine Mutter verurteilen, die sagt, ich kann nicht stillen. Ja. Ja. Das ist mir zu stressig einfach, ne? Ja. Gibt es noch einen letzten Wunsch oder hast du noch so einen letzten Tipp für alle Eltern da draußen zum Thema? Also einfach wirklich die ganze Sache entspannt angehen, sich schon damit auseinandersetzen und beschäftigen und dass ihr einfach auch wisst, es kann manchmal ganz schön lange dauern, bis sich das so eingeschliffen hat. Man muss manchmal mit 8 bis 10, 12 Wochen rechnen, bis dann die ganze Sache angenehm wird, dass man auch als Mama sagt, ach, das ist echt schön. Ja? Das kann ich auch sagen. Also nach 3 Monaten konnte ich das Hütchen tatsächlich abgewöhnen, also gemeinsam mit meinem Kind. Und das war ein ganz, ganz toller Zeitpunkt. Ja. Und ich sage immer, das Stillen hat mir ein Stück Körpergefühl gegeben. Das war eigentlich ganz, ganz schön. Also in diesem Sinne, macht's gut. Ja.